Herr Maaßen, wer ist für Sie ein Deutscher? Wann ist man integriert? Ganz konkret. Gehört der Islam zu Deutschland? Mit welcher CDU haben wir heute zu tun? Wir haben jetzt 30 Jahre Mauerfall gefeiert. Ist Ihnen was aufgefallen? Für mich nach Chemnitz stand die Frage, wer lügt? Ich und Millionen von Menschen wissen bis heute nicht, wo die Wahrheit liegt. Wenn es weiter so läuft, wird Deutschland eine dunkle Zukunft haben? Die konkrete Antwort kann ich so nicht geben. Das ist für mich ein Deutscher, der sich zu Deutschland bekennt und loyal ist. Weniger als 10% der vollziehbar Ausreisepflichtigen sind also abgeschoben. Man stelle sich vor, die Finanzbehörden würden so arbeiten. Nur bei 10% der Einkommensteuerbescheide würde vollzogen werden. Mit Integration ist es nicht so wie mit Mathematik. Eigentlich sind wir der Euro-Islam, wir sind die Guten. Und wo ich seinerzeit als Verfassungsschutzpräsident immer wieder sagen musste, die sehen nur so aus, sie haben Kreide gefressen. Wir beobachten diese Leute schon seit Jahr und Tag als Verfassungsfeinde. Ich lebe in diesem Land seit 43 Jahren. Deutschland ist zu meiner Heimat, aber vor allem zur Heimat meiner Werte geworden. Ich vernahm mit Freude, dass die Deutschen die 12 dunklen Jahren schnell überwunden haben, eine demokratische Kultur entwickelten und sich zum Rechtsstaat bekannten. Ich habe bis heute nicht begriffen, warum der Mann sein Amt im November 2018 abgeben musste. Hatten wir 6 Jahre lang den Schutz unserer Verfassung einem Mann anvertraut, der nicht nur der Falsche, sondern womöglich auch demokratiefeindlich gesinnt war? Oder haben diejenigen, die ihn unbedingt stürzen wollten, ideologisch und somit demokratieschädigend gehandelt? Es gibt viele Fragen, die ich an den ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz stellen möchte.